Hallo und herzlich willkommen auf GameKontrast.de. Mein Name ist Gerrit und wie ihr unschwer erkennen könnt, heute mal wieder ein Video aus einer etwas anderen Perspektive. Und das hat auch einen guten Grund, denn ich war für euch auf dem All Access Event hier in Hamburg unterwegs und konnte mir einige Indie-Spiele anschauen. Unter anderem auch dieses hier, nämlich Trine 4 and the Nightmare Prince von Frozenbyte. Allerdings war das nicht das einzige Spiel, das ich mir anschauen konnte. Aerie and the Secret of Seasons, Bear with Me und Lost Words waren weitere, die ich mir anschauen konnte. Und dort hatte ich die Chance genutzt, mich mit den Entwicklern zu unterhalten und für euch schon erste Screenshots und natürlich auch Gameplay-Material zu sammeln. Und ich würde vorschlagen, heute starten wir mit Trine 4 and the Nightmare Prince und in den nächsten Tagen werden wir uns dann Stück für Stück mit den anderen Spielen beschäftigen. Starten wir gleich unser Intro, drehen uns um und dann hören und sehen wir uns gleich im Spiel wieder und schauen uns an, was Trine 4 uns in seiner vierten Episode so zu bieten hat. Bis gleich. Unsere drei Helden, Pontius, Amadeus und Soja, begeben sich wieder auf eine neue Quest, um den armen Prinzen Celius zu retten. Prinz Celius leidet unter unheimlich düsteren Träumen. Aufgrund seiner magischen Talente können monströse Albträume Wirklichkeit werden und das wahre Chaos auslösen. Amadeus, Pontius und Soja müssen den geplagten Prinzen finden und aus seiner verzweifelten Lage retten, bevor die Welt von den Schatten vom Nightmare-Prinz verschlungen wird. Das ist so ungefähr die Story zu Trine 4 Nightmare Prince und im Hintergrund seht ihr bereits erstes Gameplay-Material der Alpha-Version und ich durfte diesem ersten Anspiel-Event beiwohnen und den Entwicklern auch schon erste Fragen stellen. Und eine der spannendsten Fragen war gleich zu Beginn, ob Trine 4 genauso wie Trine 3 das Experiment dreidimensional in die Tiefe zu gehen, fortführt oder ob man wieder zur klassischen 2D-Perspektive zurückkehrt. Und die Entwickler, naja, sie waren selber nicht so begeistert von diesen 3D-Elementen, meinen auch, ja, das war ein Experiment, aber sie haben auf die Community gehört und gehen jetzt wieder den Schritt zurück zum klassischen 2 bzw. 2,5D. Und ich muss sagen, dieser Schritt zurück ist eher wieder ein Fortschritt, denn, seien wir mal ehrlich, das Gameplay, es passt besser zu diesen klassischen Trine-Teilen. Und das hat mich persönlich schon mal sehr gefreut als großer Trine-Fan. Auf die Frage hin, ob der Titel Nightmare Prince gleichbedeutend ist, dass das Spiel jetzt etwas düsterer, etwas dunkler wird, da waren sich die Entwickler nicht so ganz einig. Grundsätzlich ja, es wird einige Elemente geben, die dafür sorgen, dass das Spiel etwas dunkler ist. Es wird auch einige Albtraumpassagen geben, aber grundsätzlich wird es sich so ungefähr die Waage halten. Es wird auch wieder klassische farbenfrohe, helle Level geben, die wir auch schon aus den vorherigen Trine-Teilen kennen. Und da wird sich das dann ungefähr so die Waage halten. Also grundsätzlich düsterer und mystischer wird Trine 4 deswegen jetzt nicht werden. Während ihr jetzt im Hintergrund auch schon erstes kooperatives Gameplay seht, ja, es wird einen lokalen Multiplayer geben und auch einen Online-Multiplayer. Das heißt, habt ihr mal keinen zu Hause zur Hand, der euch durch die Level mitbegleitet, könnt ihr natürlich auch online einen Freund einladen, beziehungsweise auch bis zu 4 Freunde. Und das ist dann auch egal, ob 2 Spieler Pontius spielen oder 3 Spieler Amadeus. Das ist dann relativ egal, ihr könnt mit bis zu 4 Spielern diese Level gemeinsam lösen. Auch mit dabei werden diesmal einige Elemente sein. Wollt ihr Rätsel lösen, dann spielen Feuer, Eis, aber auch Elektrizität eine wichtige Rolle. Mit je mehr Leuten ihr unterwegs seid, umso gewichtiger wird auch das Zusammenspiel eben dieser verschiedenen Elemente sein. Ebenfalls gibt es ein neu überarbeitetes Kampfsystem. Dieses wird vor allem bei Bossfights deutlich, da jeder Boss seine unterschiedlichen Schwächen hat, die es erst gilt herauszufinden. Hier wird man auch wieder dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Elemente spüren. Zum Thema Grafik und Grafik-Engine haben sie mir gesagt, sie nutzen eine hauseigene Grafik-Engine, die sie speziell für Trine 4 modifiziert haben. Und zum Release hin soll das Spiel, also zum fertigen Endstatus, nochmal etwas polished, also etwas feinpoliert werden und einige Grafikfehler ausgemerzt werden. Ich muss zugeben, ich habe Grafikfehler eigentlich gar nicht wahrgenommen in dieser Anspielsession und es sieht für eine Alpha-Version schon verdammt gut aus. Angepeilt wird der Herbst als Release-Zeitraum, also haben die Entwickler noch ungefähr ein knappes halbes Jahr Zeit.
Erscheinen wird Shrine 4 Nightmare Prince für die PlayStation 4, für die Xbox One, den PC und auch für die Nintendo Switch. Das wird allerdings nicht nur digital, sondern auch Retail geschehen, zu einem Preis von wahrscheinlich 29,99 €. Die Entwickler sprachen hier davon, dass Shrine 4 allerdings auch der größte und umfangreichste Teil der Serie wird. Also egal, wie lange ihr mit der Complete Story von Shrine 2, der Enchanted Edition von Shrine 1 zu tun hattet, Shrine 4 wird letztendlich der größte Teil und ja auch der Teil werden, wo ihr am meisten Spielzeit investieren könnt. Allerdings wird nicht nur Shrine 4 Retail erscheinen, nein, es wird auch eine Ultimate Collection geben. Falls ihr also mit Shrine noch nichts am Hut hattet, habt ihr jetzt die ultimative Chance, in diese Serie einzusteigen. Denn eine Ultimate Collection mit Shrine 1 Enchanted Edition, Shrine 2 The Complete Story, Shrine 3 und selbstverständlich auch das neue Shrine 4 werden in einer Ultimate Collection erscheinen zu einem wahrscheinlichen Preis von ungefähr 49,99 €. Also vielleicht der ideale Zeitpunkt, um in die Geschichte von Amadeus, Pontius und Zoya einzusteigen. Auf mich machte Shrine 4 schon einen verdammt guten Eindruck und vor allem auch als Fan freue ich mich jetzt verdammt nochmal auf diesen Herbst und kann es kaum erwarten, das Spiel nun dann auch endlich komplett zu spielen. Für heute allerdings soll's das gewesen sein. In unseren nächsten Videos werden wir uns dann mit weiteren Titeln beschäftigen, wie zum Beispiel Ari and the Secret of Seasons, The Beer with Me oder halt auch Lost Words. Allerdings für heute soll's das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. What's so urgent about getting this boy back to the academy? Maybe they worry about him getting kidnapped. Or he could run into trouble out there in those old ruins. Now the heroes pursued the runaway prince through its forlorn pathways. What began as a simple quest to retrieve a missing prince was now turning into a much darker tale.